eben ein neues Abzeichen in der Bibel-App bekommen. Ach, zwei Bibel-Lesepläne angefangen. Ich brech mein Zeug. Dankeschön. Nummer uno. Was zum Trinken? Danke dir. Ich brauch noch Schwerter, da kommt der raus. Danke dir. Okay, Robert, also eigentlich haben wir es ab jetzt. Kannst du jetzt zumachen, gell? Wir sehen uns in Berlin. Da! So, Bob, du kannst jetzt eigentlich losfahren. Bob? Johnla. Ha? Hier befindet sich keine Person mit diesem Namen. John, wir wissen, dass du es bist. Erstens, wir sitzen mitten im Scheinkeller und zweitens schwitzt du auf der Nase. Er schwitzt immer zuerst auf der Nase. Oh, Popcorn. Story. Oh, wow. Lang drauf gewartet. John, was in aller Welt hast du vor? Ihr fragt euch bestimmt, was ihr hier macht. Das wollte ich noch gerade fragen. Also, nachdem ihr jetzt schon seit fast einem halben Jahr versucht, mich systematisch aus der Show fernzuhalten und ihr jetzt euer Staffelfinale in Berlin abbringt, habe ich mir gedacht, Berlin, nice, aber nicht für euch. Also habe ich den perfekten Klang geschmiedet. Angefangen bei Bob, euren eigentlichen Fahrer, den ich entführen wollte. Hat sich nur herausgestellt, Bob ist schwerer zu entführen, als ich dachte. Und das wortwörtlich, weil Bob wirklich schwer ist zu entführen. Ich meine, wie soll ich den Geil hochheben? Außerdem ist es ganz schön kompliziert, Menschen zu entführen, im Allgemeinen. Ich meine, man muss sie wie ausnocken, dann muss man sie wegtransportieren. Ich meine, so viele Dinge, an die man denken muss. Weißt du, versteht ihr, was ich meine? Naja, also musste ein neuer Plan her. Diesmal dachte ich mir, Bob nicht entführen, sondern bestechen. Also weißt du, hey Bob, was brauchst du? Und alles, was er sagt, 5 Center Shots und eine Ziege. Ich meine, die Center Shots, okay, aber die Ziege? Die Ziege habe ich ja doch so wild. Weil, was fängt man mit einer Ziege an? Wisst ihr, was ich meine? Also hatte ich plötzlich einen Plan. Ich musste Bob nicht entführen. Ich habe ihn einfach bestochen. Also saß ich plötzlich in diesem Bus und dann fällt mir ein. Ich habe gar keinen Führerschein. Also konnte ich euch gar nicht wegtransportieren. Woher sich dann die Frage gestellt, was mache ich jetzt mit euch? Deswegen der Scheinkeller, das ist das Lager. Genau, jetzt macht alles Sinn, oder? Hey! Leute! Johnla! Ey, habt ihr sie noch alle? Was ist eigentlich hier los? Mitch, Anton, sofort in den Bus. Olli, du bleibst hier, bis alles aufgeräumt ist. Ich ruf deine Mom an. Nein, das ist meine Mama. Nein, bitte. Idioten. Aus dem Motorwerk in Berlin. Die Shine Late Light Show. Staffelfinale, ihr Zuckerpüppchen. Hier sind sie, eure Hosts, Mitch und Anton. Hi. Hallo Freunde, so schön hier zu sein. Hallo und herzlich willkommen zum Staffelfinale der Shine Late Night Show. Kriege ich darauf ein Halleluja! Halleluja! Let's go! Wir sind heute nicht aus unserem allbekannten Studio in Nürnberg, sondern befinden uns in der Hauptstadt des Landes zusammen mit unseren Freunden von der Social Media Night. Schön, dass ihr da seid. Ja, die Social Media Night. Das Event für Christfluencer und solche, die es werden wollen. Die Met Gala der Christenheit. Man könnte sagen, der Instagram-Vatikan. Und wir durften einen Fuß in die Sixtinische Kapelle setzen. Ja, heilige Hallen. Wir haben es natürlich nicht gelassen und haben den Papst selbst zur Social Media Night eingeladen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber mit seinen 8,3 Millionen Followern auf Instagram ist der Typ eine ganz schöne Granate. Und wäre hier, glaube ich, schlechthin der Insta-Prediger. Ja, aber selbst mit unserem Level an Denglisch konnten wir die Antwort des katholischen Oberhauptes irgendwie nicht ganz entschlüsseln. Naja, Pippa Pope, schön wär's gewesen, aber wir haben zum Glück ja unsere ganz eigenen Webstars hier am Start. Die Christfluencer, Baby! Ja, wobei, Mensch, ganz ehrlich,
Christfluencer, also christliche Influencer. Leute, irgendwie, ich check das Konzept noch nicht ganz. Und wenn ich ehrlich bin, das, was jetzt kommt, wollten wir euch allen eigentlich schon immer mal sagen. Wer postet so spät durch Nacht und Wind? Wer hat des Vaters Lieblingskind und hat ne Meinung, aber keine Ahnung? Wer führt die Bio mit Saved by Craze? Beginnt jede Story mit einem Hey Friends und legitimiert Posts von Selfies mit Bibelfersen. Christfluencer, Gottes Helfer. Noch eins müssen wir euch sagen, dann kapiert ihr es endlich, so gut wie es meint, ich weiß es einfach nicht. Doch Freunde, nicht jeder Zweck erfüllt immer sein Mittel. Erst folgt ihr mir und dann wieder nicht und dann wieder und dann wieder nicht und dann wieder, jetzt mal ehrlich, warum tut ihr das? Christfluencer, Gottes Helfer, Leute, alles gut, wir lieben euch trotzdem. Wir feiern euch, wir feiern euer Herz, wir feiern, wie ihr Social Media einsetzt. Wir feiern die Social Media Night. Und wir haben überhaupt gar kein Problem damit, wenn Christen im Internet bekannt werden möchten. Nope. Sonst hätten wir schließlich nicht so Goldstücke wie das hier. Whoa, Jesus, oh yeah. Jesus, oh yeah. Oh, Jesus, ganz ehrlich mit, wir hatten in keiner Show in den ersten paar Minuten schon so viele musikalische Einlagen. Oh, das stimmt, ja. Und Leute, wenn ihr das hier jetzt schon gefeiert habt, dann haltet euch fest. Denn wir haben heute Leute hier am Start, die können das halt so richtig, 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 richtig geil. Ja, denn wir haben zu Gast Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin Luana Knöll und die Band aus dem Hause Schein Good Weather Forecast. Aber vorher müsst ihr euch noch ein kleines bisschen gedulden, denn wir haben noch ein ganz besonderes Announcement zu machen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht an unser super Summer Special, das wir vor 2 Monaten hatten am Brombachsee. Wir hatten da 2 ganz besondere Gentlemen mit am Start. Und zwar die Jungs von Good Natured, die auch heute hier sind. Jungs, wo seid ihr? Yes, die beiden hatten von uns die Aufgabe bekommen, während der Show ein T-Shirt zu designen, was sie mit Bravour gemeistert haben. Das Shirt wurde jetzt in die Produktion gegeben und ist ab heute im Shop der Good Natured Jungs zur Verfügung. Aber das ist immer noch nicht alles. Ganz genau. Dieses Shirt ist nicht einfach nur ein Merch-Artikel von uns. Der gesamte Gewinn, den wir mit diesem Shirt einnehmen, wird danach an die Kindernothilfe gespendet. Das ist eine Organisation, die sich für die Rechte von Kindern und gegen deren Ausbeutung einsetzt. Yes, was ihr dazu machen könnt, wenn ihr dieses Shirt kauft, ihr helft der Kindernothilfe, die sich gegen Kinderarmut einsetzt und die Schutzhäuser aufbaut und jungen Erwachsenen eine Ausbildung ermöglicht. Mehr Infos zur Kindernothilfe findet ihr übrigens auch im Internet. Ganz genau, also dieses Shirt,
Ab jetzt im Online-Shop von Good Natured. Und Freunde, ihr solltet euch echt beeilen, denn es gibt nur 75 Stück. Wir reden hier von einer super Limited Edition. Also bitte schnell sein. Ja, schnell unterwegs waren übrigens auch unsere ersten Gäste des Abends. Ich weiß ehrlich nicht, wie wir sie alle auf die Bühne bekommen wollen, aber nach der Aktion können sie sich wahrscheinlich sowieso nicht mehr hinsetzen. Deswegen hier für euch ein kleiner Einblick in Tims Besuch bei Good Weather Forecast. Yo, hey, was geht? Ich bin hier in Erlangen bei Nürnberg im Skatepark mit den krassesten und größten Hipstern, die die christliche Szene zu bieten hat. Begrüßt mit mir Good Weather Forecast. Ey, Jungs. Schön, dass ihr hier seid. Hallo. Grüß dich. Hi. Wir machen Skatercheck, Bro. Komm hier. Ich habe mich mal ein bisschen durch eure Videos geklickt und bin auf ein richtig geiles Musikvideo gestoßen, das mich emotional, seelisch sowas von glaube glaubt, weil das sind alle unsere Musikvideos. Und angesprochen hat, besonders das. Wir gucken mal kurz rein. Also Jungs, der Song, ey, von der Produktion, vom Sound, super gut gemacht, ey. Danke. Hat mich richtig danke, berührt. Ja, danke, danke. Und ich kann ihn nur so richtig gut skaten. Danke, hab ich gesehen. Mich auch. Danke. Also, wirklich schön. Danke. Ich habe gesehen, ihr könnt auch richtig gut skaten. Ja. Und ja, ihr seid ja authentische Jungs. Vor allem, ja, der Tony Hawk ist sein Papa. Ja. Titus Hawk heißt der, was? Und die Mama ist Bob Burnquist. Was du den kennst. Und deswegen könnt ihr mal googeln. Kannst du mal googeln. Ich mach das gleich. Ich immer noch nach der Matz. Ja, dann ja, ja. So, genau, dann mach ich das. Wir sind hier beim Skaten, um diesen Parcours zu machen. Ihr habt eine Minute Zeit, verschiedene Stunts zu machen. Geil, ihr zieht, aber ihr fahrt nicht hier auf so einem nice Skateboard, sondern auf einem Gefährt. Okay? So Bock drauf. Ein auf einem Gefährt, das so ihr gleich Vehicle ist. Genau, okay. Und ihr müsst folgenden Parcours mach absolvieren. Schon mal warm. Ihr startet auf der Roll-In-Pipe mit einem smoothen Einstieg. In der Mitte macht ihr einen sicken 360. Auf der Small-Pipe ein Ollie oder ein Smooth-Grind und ein Freestyle-Move auf der Plattform. Sobald ihr über die Ziellinie fahrt, wird die Zeit angehalten. Ihr kriegt verschiedene Boni für die Ausführung. Okay, habt ihr alles verstanden? Yes. Dann dürft ihr jetzt euer Gefährt ziehen. Die haben wir selber gebastelt und kleiner Spoiler, wir sind nicht so gut im Basteln, von dem her. Also das Gefährt meinst du? Gucken wir mal, ja. Kannst du basteln? Nein! Nee, ich gar nicht, das ist ja das Ding. Nein! Ja! Oh, seid ihr zufrieden? Geil, dann würde ich sagen, voll nice. Okay.
Jungs, habt ihr richtig gut gemacht. Danke. Hat euch Spaß danke, gemacht danke. Auch. Ja, war mega. Geil. Sau. Okay, der Gewinner von dem Late Night Skate Parcours ist Timo Kessler. Hey, das ist jetzt nicht, mal ganz kurz, mal nicht euer Ernst. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber der ist in dieser Furzrattenkiste da runtergebacken. Ja. Ich bin mit dem Rollator da runter. Aber hast du nicht gesehen, der hat seinen Kopf da reingesteckt. Also danke euch, Jungs. Und wir sehen uns in Berlin. Ich freue mich. Überall Ratten, wir haben einen Fleisch. Dave, wir haben alle den Schutz gesehen. Fass mich nicht an. Fass mich nicht an. War es wirklich so schlimm, oder was? Was wirklich? Völligen Schaden ist. Wo? Hat Konsequenzen. Wo denn? Und hier sind sie, die Helden der Halfpipe. Begrüßt mit mir Good Weather Forecast! Hallo! Hi, cool, dass ihr da seid. Hallo! Oh. Hallo! Jungs, das war nice. Dave, Oh no. Ich wollte gerade sagen, die Heulerei war ein bisschen übertrieben, aber das ist scheint ziemlich ernst zu sein. Ja, aber Timo, herzlichen Glückwunsch zu diesem krassen Sieg. Ich bin total geflasht, ja. Das ist immer noch ein Fake. Ich kann es nicht glauben. Du kannst es nicht glauben. Nein. Kannst du eine Niederlage... Wenn ich euch meine linke Arschbacke zeigen könnte, also das mache ich jetzt nicht, aber die ist komplett offen. Ich habe richtig... hart Opfer gebracht und bin dritter Platz. Wer hat Bock auf los, linke Arschbacke? Nein, okay, nein. Das müssen wir jetzt wieder rauszensieren und so. Jungs, ich bin ganz kurz ehrlich. Ich find's ein bisschen komisch, bisschen weird, neben euch zu sitzen, weil man muss einfach ehrlich sein, wir sind Kollegen. Sowas hier ist Alltag. Kollegen, das sind alles deine Chefs. Ja. Um es anders zu sagen. Ihr seid nämlich die Gründer von Shine, könnte man sagen. Und ohne Shine gäbe es keine Late-Light-Show. Sprich, ohne euch gäbe es keine Late-Light-Show. Dazu ein riesen Dankeschön, würde ich mal sagen. Ja, Props an euch. Okay, ihr fünf, ihr seid seit wie vielen Jahren jetzt als Band unterwegs? Seit 10 Jahren oder wie lang? Also gegründet haben wir uns jetzt während der Corona-Zeit. Da dachten wir uns, da kann man viel auf Tour gehen, hat mega viel Spaß. Wir sind tatsächlich, glaube ich, seit 13 Jahren unterwegs. Wir haben angefangen, da hatte Dave tatsächlich wirklich noch keine Achselhaare. Und er war dafür jetzt umso mehr. Und er war noch nicht im Stimmbruch, also es ist schon ein bisschen her. Ja. Aber voll nice, ich glaube, während dieser Zeit seid ihr ja durch die gesamte Welt getourt, ihr habt eine Menge Geschichten und Erlebnisse gemeinsam gesammelt. Was gehört zu euch? Für euch zu der besten Bandgeschichte. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Ich meine, es gibt, wir hatten viele legendäre Auftritte so und viele Erlebnisse zusammen. Eins war crazy. Wir wurden eingeladen in Bethlehem vor der Geburtskirche am 22. Dezember zu spielen. Das war wunderschön, haben wir auch gemacht. Aber was legendär war, war die Show vorher, weil die haben wir in Nazareth gespielt. Und zwar in der Tankstelle. Und wir wurden da eingeladen und wir sind da quasi angereist und waren in so einem Saal. Und da waren ganz viele arabische junge Christen und haben dort eine Weihnachtsfeier gemacht. Und wir haben angefangen zu spielen. Und ich weiß noch, die haben uns wirklich wie angeschaut, als wären wir vom anderen Planeten. Da hat sich keiner bewegt. Es war alles still. Und ich war so, irgendwann habe ich mich umgedreht zu den Jungs und habe gesagt, Jungs, wir müssen jetzt irgendwie einen Worship-Song spielen, den die vielleicht kennen, damit die checken, dass wir Christen sind. Oh. Und dann habe ich gesagt, komm, wir spielen How Great Is Our God. Dann haben wir How Great Is gespielt, aber die haben den auch nicht gekannt. Und es gab einen Typen, das war der Einzige, der abgegangen ist im Saal, alle anderen saßen. Und dieser Typ war aber crazy, der hat vor der Bühne, alles war frei, und hat die ganze Zeit Überschläge gemacht, aber ist immer am Rücken gelandet. Oh. und es war einfach nur crazy, weil wir haben in Palästina an der Tankstelle gespielt und da war so ein Dude, der sich halb selbst zerstört hat. Und dann das Witzige am Ende, wir waren fertig
dann kam eine andere Band, und zwar die aus der Jugendgruppe, die orientalische Mucke gemacht haben. Und die sind alle eskaliert. Geil, ich stell mir vor, wie der ein Typ rumspringt. How great! Auf dem Rücken landet das vorbei. Geil, hey Jungs, ich habe euch ein bisschen besser kennengelernt 2018, wo ich ungefähr zu Schein gekommen bin. Und ich erinnere mich, wie ich damals auf Pro7 meinen Fernseher eingeschaltet habe, How I Met Your Mother gucken wollte und dann ganz viel Werbung von euch bekommen habe und euer Album da hoch und runter kam und bei was weiß ich für welchen Serien. Ihr wart ja eine Zeit lang unter Pro7 gelabelt, unter dem Vertrag. Ihr selber sprecht von dieser Zeit als ein Rise and Fall, Ups and Downs und wo es doch am Ende ganz woanders rausgekommen ist, wie ihr vielleicht eigentlich dachtet. Wollt ihr uns da vielleicht ganz kurz reinnehmen, was da eigentlich passiert ist? Johnny, ja. Ja, tatsächlich. Also für uns war das natürlich unglaublich. Wir haben einen Platten-Deal bekommen mit Starwatch, dem Label von Pro7, und durften mit ihnen gemeinsam eine Platte aufnehmen. Und für uns irgendwie 5 Jungs aus einer Kleinstadt war es natürlich riesig. Da auf einmal irgendwie so eine Möglichkeit zu haben. Wir waren super excited und haben mega viele Songs geschrieben. Ich meine, Flo war da extrem viel involviert. Wir haben 70 Songs geschrieben. Davon sind dann nur natürlich die 13 besten gepickt worden. Und es war eine richtig gute Zeit und wir durften einfach ein mega, mega gutes Album releasen, zusammen mit Pro7. Und natürlich hat man sich extrem viel mehr erhofft. Also es war ein cooles Album so und jeder hat es gefeiert, aber der große Durchbruch blieb so ein bisschen aus. Ne? Deswegen hatten da einige von uns schon dann auch ein bisschen Struggles. Flo natürlich am allermeisten, weil er sich da so richtig reingegeben hat mit allem, was er hatte. Und also für mich war in dem Prozess einfach mega cool, mich zu besinnen auf das, was ich wirklich hab, so. Das sind 5 Jungs, mit ihnen gemeinsam Musik machen zu dürfen, irgendwie durch die Welt fliegen zu dürfen und Menschen Hoffnung geben zu dürfen. Deswegen, ich wurde in diesem Prozess einfach trotzdem dann am Schluss extrem dankbar, einfach weil ich gemerkt habe, ja, okay, es geht um so viel mehr. Mega. Und Gott gebraucht uns bei allem, was wir tun. Und das hat mich einfach dankbar gemacht, ja. Ich finde das schon crazy, wie, also ich meine, das, was jetzt du da gesprochen hast, aber ich, so wie ihr hier sitzt, habe ich das Gefühl, ihr seid ja alle auf demselben Dampfer, ihr seid noch immer unterwegs als Musiker gemeinsam, ihr seid immer noch alle mit Gott unterwegs und ich finde das crazy, so einen Moment zu haben, man hat das Gefühl, Gott hat einen bestimmten Plan mit einem und dann wird man darin enttäuscht. Wie habt ihr das verarbeitet? Wie kann man einem Gott vertrauen, der einen scheinbar enttäuscht hat? Wie Johnny schon gesagt hat, für mich war das tatsächlich, auch wenn es ein Luxusproblem ist, okay, sind wir mal ehrlich, oder wir haben irgendwie dürfen in 30 Ländern der Welt spielen und so weiter und dann einen Plattenvertrag mit Pro7 haben, alles Luxus so, ne? Aber klar, die Hoffnung war, das war die große Vision, wir wollen Rockstars werden, um möglichst viele Menschen irgendwie mit Gottes Liebe zu erreichen und das ist bis heute noch nicht passiert, obwohl wir dachten, dass das der Plan ist und alles sah danach aus. Und es ist auch nicht so, dass wir haben Anrufe bekommen von Leuten, die gesagt haben, hey, Gott hat uns gesagt, wir sollen euch 128.000 Euro überweisen, weil wir das Gefühl haben, dass es noch ein bisschen dauert, aber Gott hat einen Weg mit euch und einen Plan. Also es sind schon crazy Zeichen passiert so. Und dann ist eben, es kam anders und ich persönlich, Johnny hat es ja schon gesagt, habe damit sehr, sehr gestruggelt, habe auch gehadert, was macht das mit meinem Gottesbild, wir dachten eigentlich und so. Und 2 Sachen sind mir wichtig geworden. Erstens, ich hab die richtige Theologie bekommen, glaube ich, weil es ist de facto so, dass Gott in der Bibel niemals Erfolg verspricht. Das ist überhaupt nicht, das ist keine Kategorie, in der Gott denkt. Erfolg ist für ihn, das ist schön, ja, aber es ist nicht relevant für ihn. Was ich gemerkt habe, ist, wir haben das in der Hand, erfolgreich zu sein oder nicht. Da draußen gibt es Hunderttausende von Kids, die jeden Tag 24/7 Musik machen und unfassbar gut sind. Und es liegt an uns, ob wir da mitgehen, ob wir mit Gas geben oder eben nicht. Und manchmal reicht's und manchmal reicht's nicht. Und ich glaube schon, dass es dann immer mal wieder so Kairos-Momente gibt, wo Gott eingreift. Aber die sind viel seltener, als wir uns das manchmal vorstellen. Das ist spannend. Das war das eine. Und das andere hat Johnny auch angesprochen. Ich glaube, wir hatten die ganze Zeit, all die Jahre, immer Vision, immer Ziele, Ziele, Ziele. Und was ich festgestellt habe oder was wir vergessen haben, ist eigentlich immer mal wieder innezuhalten und die Aussicht zu genießen.
Weil für mich so, und jetzt im Rückblick merke ich auf einmal, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Wir haben eine Platte rausgebracht, die war in den Albumcharts auf Platz 40. Wir haben irgendwie mit Hillsong Young and Free durch Australien touren dürfen. Wir haben am Hollywood Boulevard in einem Club gespielt. All diese Dinge. Und ich erzähle es nicht, weil ich es angeben will oder sonst was, sondern weil ich euch sagen will, wir haben das irgendwie gar nicht gecheckt. Also wir waren da so drin, das rauscht an uns vorbei und wir wollten immer mehr, mehr, mehr. Und das ist auch geil. Aber einfach mal zwischendrin mal einfach kurz die Augen zu schließen und sagen, krass, wir sitzen hier in Sydney und surfen und gehen nachher noch eine Show spielen mit Hillsong Young and Free. Wie crazy ist das eigentlich? Danke Gott für das Privileg, also diese zwei Dinge. Mega. Also ich finde es richtig stark, dass ihr so positiv aus der Sache rausgegangen seid, dass ihr weiterhin Musik gemacht habt, dass ihr dran geblieben seid. Und deswegen, wir hören ja auch noch später was von euch. An der Stelle aber erstmal vielen Dank für eure Offenheit, fürs Erzählen, dafür, dass ihr euch zerstört habt für diese Show auf der Halfpipe. Es war richtig gut mit euch. Dankeschön. Übrigens, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Also ich meine, wir sind immer noch da und wir haben immer noch Vision und immer noch Bock, die Welt zu verändern. Also, absolut. Let's go. So wie ihr noch nicht fertig seid mit der Welt, sind wir auch noch nicht fertig mit euch. Denn wir hören gleich nochmal einen Song von euch. Ihr dürft gerne aufstehen und schon mal rübergehen. Ein Applaus für Good Weather Forecast. Ja, liebe Freunde, was wir jetzt gleich sehen, ist nicht einfach nur ein Song von Good Weather Forecast, sondern auch das Debüt unseres zweiten Gastes des heutigen Abends. Wir sprechen von Luana Knöll. Diese junge Schauspielerin / Sängerin / Tänzerin haben diese Jungs sich gekrallt, um den folgenden Song zu dem Meisterwerk zu machen, das er nun einmal ist. Und deswegen brühwarm für euch jetzt hier Good Weather Forecast featuring Luana Knöll mit ihrem Song Talk About This. Okay, Berlin, ihr dürft auch ein bisschen aufstehen und einfach ein bisschen mitfühlen, okay? Komm, steh mal auf. Habt ihr wegen jetzt hier? We're building out the walls and lock out the door. You know it's safe, but you are all alone, like cold stones. Until the walls are coming down away. Berlin nochmal für Luana. Kommt schon, Applaus. Also gerne setzen. Ah. Ja, nimm dir.
Kannst dir gern was zu trinken nehmen, kannst die Jellybeans zur Seite schieben, die da überall auf dem Sofa liegen. Ja, ignoriere die. Mit GWF ist immer ein bisschen interessant. Luana, cool, dass du da bist. Wir feiern es sehr, dich hier zu haben. Wie schon gesagt, du bist Schauspielerin, Tänzerin und, wie wir auch gesehen haben, Sängerin. Und wenn man so ein bisschen über dich recherchiert, findet man was sehr, sehr Spannendes über dich heraus. Angeblich kannst du Wing Chun. Was in aller Welt ist Wing Chun? Das war ein Teil meiner Ausbildung. Also ich habe ja eine Tanzausbildung gemacht und da haben wir so Workshops immer wieder gehabt. Und da habe ich so eine... Ja, so eine Verteidigungsart. Also ich kenne mich nicht super gut damit aus, aber es war auf jeden Fall sehr spannend und sehr, sehr anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und wenn du nicht gerade irgendwelche Kampfmoves erprobst, dann, das hat Anton auch schon angeteasert, bist du Schauspielerin. Aktuell ist sie zu sehen in der Serie Das Internat, in deiner Rolle als Mia. Und die beschreibst du ja als eine Person, die eher noch zurückhaltend ist und wenn man sie näher kennenlernt, erst, ja, dann erkennt man auch, was alles in ihr steckt. Und du hast einmal gesagt, dass du dich mit deiner Rolle als Mia extrem identifizieren kannst. Warum ist das so? Also ich habe gemerkt, dass ich also irgendwie immer solche Rollen kriege in verschiedenen Formaten, die immer erstmal total still ist und irgendwie nicht so aus sich rauskommt. Aber wenn man dann so ein bisschen irgendwie sie näher kennenlernt und so, dass dann irgendwie immer mehr, dass sie immer mehr aus sich rauskommt und so. Und das, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ich bin auch eine Person, die jetzt irgendwie nicht in den Raum kommt und sagt, hey, yo, it's me, sondern ja, die irgendwie auch mal eher sich zurückhält und so. Habe aber echt gemerkt, dass ja, man da irgendwie auch so viel noch lernen darf und dass man auch sagen darf, seine Meinung sagen darf. Ich habe mich oft irgendwie so gefühlt, wie wenn ich nicht sagen darf, was ich zu sagen habe. Und da habe ich aber echt voll gemerkt, dass es irgendwie auch ein Prozess ist, mit dem man irgendwie noch so viel lernen kann, um sich immer weiter irgendwie auch zu öffnen und auch selbst dafür einzustehen, für was man selbst steht und was man vertritt. Mhm. Du bist ja jetzt eigentlich recht bekannt. Also du hast ja eine ziemlich große Followerzahl in den sozialen Medien und du bist Schauspielerin. Und trotzdem sagst du, dass du eine Person bist, die sich doch recht schnell übersehen fühlt. Was spannend ist, scheinbar hängt das ja doch zusammen. Wie kann das sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist einfach so ein Charakterzug von mir und ich habe oft das Gefühl, dass Social Media sehr oder nicht so persönlich ist und ich habe irgendwie das Gefühl, so ich kann irgendwie 100 Nachrichten lesen, die mir sagen, hey, es ist richtig gut, was du machst, bleib da dran und trotzdem kann ich es nicht annehmen irgendwie, weil das nicht weil das nicht so erreichbar ist irgendwie, weil es trotzdem irgendwie nur Zeilen sind, die man da liest und man sich nicht vorstellen kann, dass da auch jemand dahinter ist, der wirklich das so meint. Und ich glaube, das ist voll der Prozess, da einfach immer mehr lernen zu dürfen, das anzunehmen und ja, das auch von Leuten anzunehmen, die dich nicht kennen oder auch vielleicht gerade von denen und ja, da auch seinen Wert irgendwie nicht in dem Ganzen zu finden, in den ganzen Kommentaren oder in den Nachrichten zu finden, sondern echt bei Gott auch zu finden. Und der hat dir einen so viel größeren Wert irgendwie gegeben und das sich echt frei zu machen von den ganzen Nachrichten und von dem, was die Leute über dich urteilen oder sagen. Ich glaube, das ist ein Thema, was extrem brisant aktuell ist, weil Social Media einfach extrem brisant ist. Und was würdest du aber sagen, können wir als Gesellschaft, was können wir in unserem Miteinander tun, um das zu ändern, um Menschen zu helfen, sich nicht mehr so übersehen zu fühlen oder irgendwie das besser annehmen zu können? Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, da kann auch jeder noch sehr viel lernen. Und ich habe da auch keine gute, jetzt die Lösung, aber ich glaube echt jedem die Chance zu geben, irgendwie auch was sagen zu können. Und ich glaube, dass man echt den Wert bei Gott sucht, sich davon frei macht, von den Gedanken außenrum, von den Leuten außenrum, sondern auch für sich selber einzustehen und auch jedem anderen die Chance zu geben, auch für seine Person einstehen zu können und auch seine Meinung zu sagen und auch die Leute mitzunehmen, die vielleicht eher
eben zurückhaltend sind oder eher sich in der Ecke verkriechen und genau zu solchen Leuten hinzugehen, weil vielleicht haben genau die irgendwie was zu sagen, wer weiß. Ich glaube, man unterschätzt sich selbst oft und auch andere Menschen und Gott will dich so gebrauchen und da gibt es immer Raum für. Ja. Cool. Ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, du traust dich auf eine Bibel-TV-Show, auf diese Bühne der Late-Light-Show. Das heißt, du bist ja irgendwie Christin und dann, wie spielt für dich persönlich da vielleicht Gott noch mehr rein oder wie schaffst du da irgendwie einen coolen Bezug zu machen und welche Rolle spielt Gott für dich? Also erstmal auf jeden Fall sehr viel mir meine Kraft irgendwo zu holen, weil ich sehr viel Druck auch auf Social Media verspüre, muss ich sagen. Ich glaube, da jeder, der irgendwie da drinnen ist, kann das irgendwie nachvollziehen, dass man da so einen Druck hat, immer abzuliefern und immer irgendwie präsent zu sein, immer, ja, dass die Leute eigentlich vergessen und es ist so ein krasser Alltag, den man da irgendwie erlebt und sich davon echt frei zu machen, also echt irgendwie, ja, da irgendwie seinen Blick eben nicht dahin zu richten, sondern auf Gott zu richten und ja, ich merke es auch voll in so stressigen Situationen, also irgendwie während dem Lockdown hatte ich Ausbildung online und dann auch noch Dreharbeiten gleichzeitig und ich habe so am Nachmittag, hatte ich online tanzen und am Nachmittag habe ich gedreht und da habe ich gemerkt, okay, ich bin irgendwie echt am Limit und genau in solchen Situationen habe ich mich dann, musste ich mich echt wieder irgendwie zurückfinden und zu sagen, hey, du kriegst es hin und nicht aus deiner Kraft, sondern da gibt es jemanden, der dir diese Kraft schenken möchte. Und ja, ich glaube, deswegen ziehe ich da draus sehr viel aus der Beziehung zu Gott. Und das kann ich auch nur weitergeben in meinen Social-Media-Kanälen und da irgendwie das Angenommensein, das Geliebtsein, das Wertvollsein in den Augen von Gott möchte ich irgendwie zeigen, dass jeder gut ist, so wie er gemacht wurde einfach. Und ich meine, das wiederum ist ja dann irgendwie was, das dich gesehen werden lässt. Und ich glaube voll, dass Gott dich sieht, dass Gott so viele Menschen sieht, uns alle sieht. Und ja, Luana, vielen, vielen Dank für das Interview. Ein Applaus für Luana Knöll, ladies and gentlemen. Du kannst auch kurz sitzen bleiben, Ich habe noch eine kurze Frage an dich. Hättest du Bock auf eine kleine Action mit uns, auf ein kleines Spiel? Nichts lieber als das. Sehr gut, denn Freunde, jetzt könnt ihr euch bereit machen auf den ersten Late Light Real Life Instagram Filter mit unserem heutigen Studiospiel mit Luana und Tim. Hier ist das Late Light Tester Meme. Wer in letzter Zeit in seine Bibel geschaut hat, wird gemerkt haben, dass da ja gar keine Bilder mehr drin sind. Ach, schade. Naja, Freunde, die Zeiten der Kinderbibel sind vorbei. Aber keine Angst, wir von der Late Night Show erkennen das Verlangen unserer Generation nach lustigen Bildern. Und haben euch was mitgebracht. Ganz genau, bei dem Late Night Testamin werden wir, Luana und Tim, die ja schon bereit sitzen, verschiedene Meme-Phrases, also kurze Sätze nennen. Diese werdet ihr mit einem Gesichtsausdruck bedenken, innerhalb von 3 Sekunden, der zu diesen Sätzen eurer Meinung nach am besten passt. Und mit Hilfe dieser bezaubernden Bilderrahmen wird es danach eine spektakuläre Enthüllung geben. Und wir werden sehen, wer von euch beiden so richtig meme-worthy ist hier. Ey, Freunde, das ist eine Schauspielerin. Die macht Wing Chun, Alter. Ey, das ist überhaupt nicht gleichberechtigt. Ja, Tim, dann halt im Schultheater. Ich hab mal einen Theaterkurs in der 5. Klasse für den Nachmittag gemacht, ey. So aber toll, ihr habt das Spiel verstanden? Yes. Yes, okay. Dann würde ich sagen, starten wir mit unserer ersten Meme-Phrase. Okay, also, die erste Meme-Phrase lautet: Johannes, wie er sich selbst als den Jünger, den Jesus lieb hatte, bezeichnet. Nochmal, okay. Johannes, wie er sich selbst als den Jünger, den Jesus lieb hatte, bezeichnet. Got it? Okay. Okay. Ihr habt 3, 2, 1. Reveal! Oh. Wow. Okay. Oh, ihr seid Twinsies. Ich mag das Augenspiel, das bei Tim los war. Das war gar nicht so schlecht. Das war echt gut. Okay, nächste Runde, jetzt wird's hart. Okay, du
wie du beim Bibellesen an die Stelle kommst, als David für Saul 100 Philister vor heute besorgen soll. Oh. Ready? 3, 2, 1. Oh, oh. Ja, ich glaube, so habe ich auch geguckt, auf jeden Fall. So, bei Tim viel mehr Zähne. Aber die Confusion sieht bei dir schon nicht schlecht aus. Okay, cool. Alles klar. Wie viel vor heute? 100. Es waren 100, glaube ich. Aber David aber hat 200 gebracht, ja. Jesus. Ja. Alright, und Meme Phrase Nummer 3. Das Gesicht von Christfluencern, wenn sie 666 Follower hitten. Oh. Alles klar. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Reveal! Oh, 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 ich mag das kleine Gimmick, aber das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ich glaube, ihr habt es auf jeden Fall gefühlt. Sehr gut. Danke, danke. Ein Applaus für die beiden. Und wir sind hier Pädagogen, deswegen gibt es keine Verlierer. Wir sind doch alle Gewinner. Ja, nein, aber jetzt nochmal ganz kurz. Luana, Tim, vielen Dank, dass ihr diesen Quatsch hier mitgemacht habt. Berlin, ein Lärm für die beiden. Let's go. Danke. Danke, danke. Bevor es für uns und für euch noch in eine weitere Runde mit den Jungs von Good Weather Forecast geht, haben wir euch noch unsere Lieblingsrubrik der Late Night Show mitgebracht, bei der SchülerInnen unserer Shine Group so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Deswegen, Freunde, spitzt die Ohren, denn hier kommt Groups. Hi, ich bin Sephora. Ich wohne hier in Fürth und heute baue ich die Arche Noah aus Knete. Ja, Freiheit ist einfach zu wissen, dass ich nicht nur auf meine Taten beschränkt bin, dass die Taten schon wichtig sind und auch, dass man Gutes tut, aber einfach zu wissen, dass man geliebt ist, egal was. Und egal was man tut, ja. Nee, ganz sicher nicht. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die Erfolg haben, trotzdem nicht recht haben. Es gibt hier ganz viele verschiedene Gruppen, auch politische Gruppen oder einfach Unternehmen, die erfolgreich sind, aber trotzdem ihre Sache nicht gut machen. Ich glaube, Erfolg ist, kann man nicht unbedingt daran ziehen, wie viel Geld man hat oder was dabei rauskommt. Wow, das wäre richtig cool. Ich glaube, wenn ich nicht scheitern könnte, einfach so ein, keine Ahnung, Fernsehstar werden, eine Talkshow haben, Leute einladen, denen von Jesus erzählen. Und wenn ich nicht scheitern kann, müssen die ganzen Leute, die mir zuschauen, ja auch zu Jesus finden. Das wäre cool, ja. man sieht, ich bin eine geborene Künstlerin. Ich habe genau hier die Arche, hier sind 2 Giraffen, weil es ja von jedem Tier immer 2 gab, männlich und weiblich, ihr wisst Bescheid. Und die anderen Tiere sieht man nicht, die sind nicht innen im Boot. Genau, aber die Köpfe von den Giraffen haben rausgeschaut. Ich finde es wunderschön, Sephora. Vielen Dank, dass du da warst. War cool, hier zu sein. Danke. Ciao. Alright, Berlin. Ihr dürft doch mal mitklatschen, come on. Der Song heißt Superhumans. We were kids of another time. Brave hearts running like the wind. Yeah. We were souls of a different kind. Wildfires burning from within. Yeah. Building castles in the sky. Flying high like superhumans, like superhumans. Living the impossible, young and indestructible, like superhumans, like superhumans. Here we go. Like superhumans, like superhumans.
just begun. Yeah. No fear that we're coming strong. Sky high like giants marching on. Yeah. Building castles in the sky. Digging deep and flying high like superhuman. Like superhuman. Like superhuman, like superhuman. Here we go. Auch schon am Ende unserer Show angelangt. Und nicht einfach nur am Ende unserer Show, sondern auch am Ende unserer ersten Staffel Late Night Show. Das bedeutet konkret für euch, wir machen eine kurze Pause und sind dann im Frühjahr 22 noch lauter und noch bunter mit unserer zweiten Staffel wieder zurück. Wenn ihr mehr über die Late Night Show oder Shine Deutschland wissen wollt, checkt uns doch aus in den sozialen Medien @ShineDeutschland oder auf unserer Website shine-deutschland.de. Ja, Social Media Night, es war herrlich mit euch. Danke, dass wir da sein durften. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Ciao.